Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch vier Dinge, die bei einem Traxxas TRX4, die man sich gleich anlegen sollte oder kaufen sollte, die ganz, ganz schnell kaputt gehen. Und viel Spaß mit dem Video. Das erste, was man sich zulegen sollte, ist auf jeden Fall das vordere Portalachsen-Zahnrad. Gibt es für 7 Euro eigentlich überall und man sollte sich unbedingt kaufen und auch darauf achten, dass man das vordere kauft und nicht das hintere zweimal, weil das wäre ein bisschen dumm, weil das dann nicht passt. Die zweite Sache ist dann das hintere Portalachsenzahnrad, auch ganz wichtig. Ich glaube, das geht sogar schneller kaputt wie das vordere, weil das ist bei Traxxas echt eine Schwachstelle, auch wenn das aus Eisen ist, wenn du mit gesperrten Differentialen irgendwie schnell fahrst oder versuchst zu driften, das macht man manchmal. Da kommt keiner drum rum, das ist der Drang dazu, ist da. Das macht man und dann kann das derartig schnell kaputt gehen. Also entweder von beiden Portalzahnrädern vorne und hinten jeweils eins zulegen. Die dritte Sache ist dieses Traxxas Servohorn, das aus Plastik ist. Es hält zwar einiges her, aber wenn sich der mal dreimal überschlägt und dann auf den Reifen landet, dann ist dieses Servohorn am Arsch. Dann kann man auch nicht mehr viel machen. Und es gibt natürlich welche aus Eisen und Titan, die kosten dann 13 Euro. Dieses Servohorn kostet 2,20 Euro. Aber ihr werdet gleich sehen, warum man sich nicht die aus Eisen oder Titan kaufen sollte. Denn der vierte Punkt ist, und eigentlich auch die wichtigste Sache, weil das eigentlich als allererstes nach gut 10 Akkuladungen, wenn man normal fährt, kaputt geht, nämlich der Lenkservo. Man sollte sich entweder, wenn man Geld sparen will, oder es ist eigentlich nicht so schlau, wenn man sich den originalen Traxxas-Servo nochmal kauft. Man sollte sich eher einen SPT oder Corali-Servo kaufen, der dann vorne reinkommt, weil der hält dann auch viel länger, hat mehr Kraft und dieses ganze Zeug. Weil der alte Traxxas-Servo, das ist echt eine Schwachstelle an dem Traxxas. Denn dieser alte Servo, der ist nicht geil. Und was ich gerade sehe, das ist irgendwie komisch, weil mein Traxxas ist noch komplett stock, außer ein paar Details. Aber von den Sachen, also von den Lenkservos oder so Zeugs, ist der komplett stock. Und irgendwie hat der schon ein Eisenservohorn drin. Ich weiß nicht, warum der ein Eisenservohorn drin hat. Ich habe das nicht rein, das war schon drin. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben das standardmäßig da drin. Weil, keine Ahnung, man sieht es auch auf dem Bild. Das ist Eisen, das fällt mir gerade erst auf. Also, okay, man sollte sich aber dann eventuell meiner Meinung nach den normalen Plastikding, wenn das irgendwann kaputt gehen sollte, sollte man sich den Plastik-Servohorn zulegen. Weil wenn du dann ein 50-Euro-Servo oder so da drin hast, dann geht lieber dieses 2-Euro-Horn kaputt, als dass dieser Eisenservo-Arm herhält und dafür der Servo kaputt ist. Das ist nicht so cool. Okay, das soll es mit den 4 Sachen gewesen sein, die man sich beim Traxxas zulegen soll. Gibt natürlich noch mehr Sachen. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare und damit ciao, ciao!